Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft PSP Edition hier in Goldarion. Letzte Folge hatten wir angefangen, Obsidian zu sammeln für unser Nether-Portal. Und ich habe jetzt einfach schon mal offscreen kurz 2 Minuten weitergemacht und habe schon mal 17 Blöcke gesammelt. Das sollte uns doch genügen. Oder nicht? Ich denke mal schon. Ich denke mal schon. Das flute ich. Flute. Ach, da hinten geht's noch weiter. Interessant. Die Neugierde hat mich gepackt. Ah ja. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich habe eigentlich gehofft, dass hier in solchen Ecken gibt es öfter mal ein paar Diamanten. Aber. Ja, Pustekuchen. Vielleicht sind wir auch noch nicht tief genug. Ich weiß gar nicht, wie tief sind wir denn? Y12. Naja, so hart am Limit. Ein bisschen tiefer müssten wir eventuell schon noch. Da drüben des Eisens könnte ich mal holen. Oh, Diamonds. Ich nehme das Redstone mit, obwohl ich es eigentlich nicht so wirklich brauche, sondern ich mache das eigentlich nur wegen der Erfahrungspunkte. Und nicht wundern. Hey, I see. Ich nehme nur noch schnell hier diese Rohstoffe mit, dann mache ich mich natürlich sofort wieder auf den Weg nach oben. Keine Panik, meine Freunde. Aber wie kann man denn schon Diamanten widerstehen? Ach, ist ja geil. So ein geiler Zufall, aber geil. Einfach geil. Aber das ist doch unter dieser Etage hier. Das nützt mir ja relativ wenig. Und am Ende war es auch gar nicht so viel. Oh, Wasser aus. Wieso ist hier unten überhaupt nochmal... Das Wasser hier geht einem schon ein bisschen auf den Keks. Wo kommt es denn überhaupt her? Von hier. Klar, man kann es als Aufzug verwenden und schön und gut. Allerdings stört es doch in vielen Fällen einfach nur. Komm schon. Jawohl. Außerdem muss ich ja ständig ans Klo denken, wenn ich da, wenn ich die ganze Zeit das Plätschern da höre. So, jetzt ist Ruhe. So, wir brauchen jetzt diese Diamonds hier noch. Vorsichtig aus rumbuddeln, zu testen, ob hier irgendwas ist. Ey, da ist massiv unten drunter. Ahaha, von wegen. Nicht mit mir, mein Freund. Sehr schön, sehr geil und sehr schön. Kohle. Also schön. Die nehmen wir noch mit. Dann sind wir aber voll bepackt mit tollen Sachen, die uns das Minecraft-Leben schöner machen. Nee. Da haben wir auf jeden Fall erstmal Rohstoffe. Und das hat auch nur Vorteile, wenn ich mal ab und zu in die Mine runtergehe und viel Zeug hole. Weil da muss ich nämlich nicht so oft hier runter. Und das heißt, ihr seht da nochmal was Spannenderes, außer wie ich Rohstoffe wegklopfe.
Ich bin nämlich im Hintergrund, bin ich nämlich eigentlich schon die ganze Zeit am Überlegen, wo wir unser Nether-Portal hinbauen. Ich weiß es nicht. Ich muss mir da erstmal eine Location und so. Location, Location, Location. Und natürlich muss ich jetzt erstmal wieder zurückfinden. Also hier hoch, da rüber, da entlang. Was ist das? Ein Zombie, nein! Hallo? Ach, da unten ist. Ja. Okay. So, wir müssen nach oben in unseren Keller. Kühler, kühler, kühler. Eiskalt. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Höhle? Höhle, 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 Höhle. Ach ja. Tür, öffne dich. Geht doch. So, wenn ich schon mal hier bin. Gebrauchsdinge. Haben wir da irgendwas dabei, was ich nicht brauche? Nein. Gut. Treppenstufen, Sonderblöcke haben wir nicht. Wir haben Pflasterstein ohne Ende. Das können wir wegtun. Pflasterstein, Pflasterstein. Das finde ich voll okay. Wir haben noch ein paar Map-Traps, das habe ich gesehen. Das da, das da. Gut, dann war es das im Prinzip ja schon. Da haben wir ja gar nicht so viel unnützen Kram dabei, sondern eigentlich fast nur nützliches Zeug. So wie 50 Eisen und fast 264er Kohle. Das ist doch geil. Das ist geil. Ich weiß, ist eigentlich schon out, aber egal. Ich finde es trotzdem geil. Super geil. Kreuz. Aber irgendwie zur Zeit ein bisschen Kreuzschmerzen. Ich weiß auch nicht warum. Kommt vielleicht von der Arbeit. Wer weiß. So, Kohle, 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 Kohle. Alles rein mit, was keine Kohle zahlt. Miete, meine ich. So. Gut. Während unser Eisen vor sich hin smeltet, könnten wir uns echt jetzt mal überlegen, wo wir unser Nether-Portal hinbauen. Ich möchte das Ding nicht unbedingt hier direkt in der Nachbarschaft. So viel zum Thema Nachbarschaft. Lass mich in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Irgendwo da unten fände ich doof. Ich glaube da drüben. Hier wäre eine gute, glaube ich, eine gute Position. Au. Ich hoffe halt nur, dass wir irgendwo auf eine offene Fläche rauskommen. Ah! Warum kommen die Dinger immer dann, wenn ich sie überhaupt nicht brauche? Ich hasse es, nachts rauszugehen. Der Berg hier hat mich gerade auf eine Idee gebracht. Ich glaube, ich weiß genau, wie, wo... Oh. Ey, ohne Scherz, meine Freunde. Ohne Scherz. Ihr seid die nervigsten Blödmänner, die es gibt auf der Welt. Ja, dieser Berg hier hat mich auf eine Idee gebracht. Finde ich richtig toll eigentlich. Wir bauen uns nämlich einen Nether-Portal-Schrein. Also kein Schrein, aber... Ja, obwohl doch, es ist ein Schrein. Es soll ein Schrein werden. Ich muss nur gucken, dass ich das schön gerade mache dann. Ja, die Form hier passt schon so eigentlich ganz gut. Das können wir so lassen. Muss hier vielleicht noch ein bisschen angleichen. Wir können gucken. 1, 2, 3... Okay, dann müssen wir mal gucken, machen wir es hier so ab. Da vielleicht so.
Material, das können wir ja noch anpassen, wie wir es brauchen. So quasi. Muss dann von hier aus so sein und dann hier so und dann hier eigentlich so, dann haben wir, dann muss es noch eins weiter. So quasi. So. Und dann brauchen wir ein bisschen Erde. Und mal gucken, ob das jetzt, ob das überhaupt passt. Ja, das passt. Entschuldigung. Ja, wir brauchen dann noch ein bisschen Erde, brauchen wir noch. Das ist ja erstmal blöd, weil die Erde brauche ich im Prinzip jetzt noch nicht direkt, sondern eigentlich erst später. Also, ach, was laber ich denn heute wieder? Ich bin so abgelenkt durch die ganzen scheiß Skelette hier. Ich meinte eigentlich, ich brauche nur erstmal ein bisschen Erde, um die Form zu machen. Ich mache das dann aber allerdings aus Stein. Ich will nur erstmal die Form haben und mache dann später daraus, das ab, ändere ich dann ab quasi, mache daraus Stein. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Wenn das doch hier anfängt. Wie habe ich denn das hier gemacht? Quasi hier ist der Block. Das heißt, wir gehen auf dieser Linie hier. Und dann fängt ab hier dann quasi das an, in diese Richtung wegzugehen. So. Nee, Quatsch. So, glaube ich. Jetzt haben wir da so eine komische Kante drin. Hier haben wir keine. Oder kommt mir das jetzt nur so vor? Nee, Quatsch. So, jetzt passt. Perfekto. Genau hier wird das dann nämlich entstehen. Und den Weg hier, der wird dann 3 breit. So viel steht fest. Da brauche ich ein bisschen Kies, ein bisschen Pflasterstein. Und ein paar Stufen. Vielleicht haben wir noch Steinziegel, das wäre hübsch. Oder Steinstufen allgemein, das wäre auch nicht schlecht. Dass diese Tiere immer bei mir reinkommen, ich verstehe das nicht. Macht doch gar nichts. Ah, die Öfen sind fertig, das ist schön. Bing. Bing, bing. Ja, okay. Ja, dann machen wir das so. Dann überlege ich, dann hole ich jetzt schon mal das Material. Nächste Folge bauen wir dann das Portal und das Podest. So, da kann alles weg bis auf 2. Und der ganze Schrot kann auch weg. Die Schneebälle. Ich hasse es. Immer wenn du mit der Schaufel irgendwo rumhackst, hast du automatisch gleich wieder Schneebälle an den Packen. Bam, 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 bam. So, wir brauchen ein bisschen Pflasterstein. Da nehme ich mal einen 64er mit, das dürfte reichen. Da haben wir normale Steinstufen. Daraus muss ich was bauen. Da brauche ich 6 Stück, glaube ich. Ja. Ja, ich habe schon Ideen. Aber wie das Ganze dann aussehen wird, das erfahrt ihr leider erst in der nächsten Folge. Aber es wird bestimmt cool. Also schön. Dann macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Ich hab euch lieb. Nee, hab ich nicht. Doch, vielleicht schon. Wer weiß.